Gretel schüttete ihr Schürzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube nur so herumsprangen. Und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Schürze dazu. So, Kinder, jetzt ist Zeit zum Schlafen gehen. Ich bin überhaupt nicht müde. Ganz schön gemein, diese Hexe. Ja, Märchen sind manchmal grausam, aber das Ende ist meistens schön. Was macht ihr denn hier? Wir liegen in unserem Bett. Ihr liegt auf unserem Tisch. Wer seid ihr eigentlich? Also, so kommen wir nicht weiter. Das ist mein Bruder Hänsel und ich bin Gretel. Ich bin Leni und das ist meine Schwester Elena. Wir kommen aus der Wirklichkeit. Wir wollen eine Party geben. Wollt ihr mitfeiern? Prima! Hallo. Ist der Hund auch stubenrein? Ich bin ein Wolf. Ja, ja, schon gut, Ralf. Die macht mich wahnsinnig. Früher wollte er mich fressen, doch die Zeit ist lang vorbei. Heute hat er Angst vor Spinnen, fürchtet sich vor allerlei. Hat sie heute vor ein Häuschen, sagt Palot, was hat sie da? Ein Gerumpel, ein Gebumpel und die Tat, das stört mich da. Welchen Märchen seid ihr denn? Wir sind das gar keine Märchen. Wir sind aus der Wirklichkeit. Hä? Kommt mal her, Kollegen. Das muss näher untersucht werden. Auf das Wohl unserer Gastgeber! Prost! Willst du mich küssen? Nein. Oder du? Nein, das muss auch eine Prinzessin erledigen. Aha, also doch du. Nein, das ist eine andere Prinzessin. Ich bin Dornröschen. Hallo, die mit den 100 Jahren Schlaf. Quark. Immer dasselbe. Hast du ein Papiertaschentuch? Ein Taschentuch aus Papier? Wo gibt es denn sowas? Wir haben hier nur richtige Taschentücher. Hier, ich schenke dir meins. Danke. Du erlöst mich bestimmt von meinem Fluch. Hey, spinnst du? Ich küsse nicht, ich fresse. Zwerge, ich glaube, es ist Zeit zum Schlafen gehen. 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 Was? Schlafen gehen! Eine gute Idee. Ich bin überhaupt nicht müde. Nein, nein. Dafür habe ich kein Talent. Genau. Hier ist es so nett, ich bin nicht so spät. Ich hab die zu lange gebannt. Sie ist überhaupt nicht müde. Dafür habe ich kein Talent. Genau. Hier ist es so nett, ich bin nicht so spät. Sie hat mir zu lange gebannt. Typisch Dornröschen. Erst ist sie in Hochform und dann schläft sie als Erste ein. Aber wie bringen wir sie jetzt nach Hause?
Kein Problem. Zwerge erledigen Transportangelegenheiten schnell und zuverlässig. Genau. Packt mal mit an, Kollegen. Oh, hoppele. Na, müde Mädels? Ja, es geht. Sehr. Na, die schlafen anscheinend gern auf Tischen. Aber wie kommen sie wieder zurück in die Wirklichkeit? Das werde ich schon hinkriegen. Eine Mähne, Raum und Zeit. Ich bringe euch nun zurück in die Wirklichkeit. Ich könnte ebenso gut auf einem Tisch schlafen. Und habt ihr was Schönes geträumt? Und ob. Wir waren auf einer Party bei Hänsel und Gretel. Da cool. War es voller Leute aus dem Märchen. Und Rolf, ein sprechender Hund. Und die Hexe sah so ähnlich aus wie du. Ah, danke, das ist mal ein schönes Kompliment. Aber jetzt kommt die Wirklichkeit. Aufstehen, anziehen, beeilt euch, ich mache euch Frühstück. Ja, machen wir. Auch der schönste Traum ist mal zu Ende. Schade. Aber Moment mal. Thank you.